Ich bin eine von vier Gitarrenlehrer hier in der Landesmusikschule in Schwarz und mein Name ist Nicole Hochschwarzer. Ich unterrichte seit ca. 30 Jahren Gitarrenschüler aller Altersklassen. In dem Video möchte ich gerne auf fünf Fragen eingehen, die Eltern und Schüler meistens vor einer Anmeldung bei uns an der Musikschule gern beantwortet haben möchten. Erstens: Ab welchem Alter kann man denn anfangen, Gitarre zu lernen? Ich persönlich nehme gern Kinder ab ungefähr dem 5. Lebensjahr und nach oben hin sind sowieso keine Grenzen gesetzt. Zweitens: Wie ist denn das genau da mit dem Unterricht? Grundsätzlich hat jeder Gitarrenschüler einmal in der Woche entweder zu zweit 50 Minuten Unterricht oder alleinig 25 Minuten. Das ist abhängig von mehreren Faktoren wie Alter oder wann der Schüler am Nachmittag Zeit hat. Jeder Lehrer meldet sich immer zu Schulbeginn bei seinen eigenen Schülern, holt da die Informationen ein, wann der jeweilige Schüler am Nachmittag Zeit hat, sammelt die ganzen Informationen, macht dann seinen eigenen Stundenplan und gibt dann den Schülern wieder die Rückmeldung, wann in dem Schuljahr genau der Unterricht stattfinden wird. Drittens: Wie ist denn das mit dem Instrument? Jeder Schüler braucht daheim natürlich sein eigenes Instrument zum Üben. Wenn daheim schon ein Instrument vorhanden ist, kann man das in der ersten Unterrichtsstunde mitbringen. Der Lehrer schaut sich's an, ob es von der Größe und auch von der Qualität her passt. Wenn das nicht der Fall sein sollte, muss ein passendes Instrument besorgt werden. Viertens: Gibt es auch Leihinstrumente? Ja, an der Schule gibt es vereinzelte Leihinstrumente. Es muss nur immer abgeklärt werden, ob derzeit eins zur Verfügung stünde. Zudem bieten manche Musikhäuser Leihinstrumente an. Fünftens: Wie lange muss man eigentlich lernen, dass man es richtig gut kann? Der Erfolg am Instrument hängt hauptsächlich davon ab, wie konsequent und fleißig man übt. Ich empfehle da immer am Anfang 15 Minuten täglich. Bei Schulkindern hat sich das sehr positiv ausgestellt, wenn man die 15 Minuten üben direkt vor oder direkt nach der Schulhausübung macht. Dadurch wird es ganz schnell zu einem Fixpunkt und es wird nicht so leicht vergessen. Für weitere Fragen stehen nicht nur das Musikschulbüro und meine Kollegen zur Verfügung, sondern kann man mich gerne kontaktieren, entweder per E-Mail oder per Telefon. Im Anschluss bietet sich jetzt nur die Gelegenheit zum kleinen Einblick von einigen meiner Schüler aus der derzeitigen Gitarrenklasse.